Herzen sind in Berlin. Da, ne? Aber ich glaube, da ist gar keiner. Der hat gesagt, wir sollen reinfahren. Jetzt bin ich echt geflasht. Voll schön, ne? Hast sogar eine kleine Terrasse. Cool. Die Nummer 4 und die Nummer 5, das sind die Plätze, wo auch ein größeres Fahrzeug, ich glaube maximal 8,50 Meter, aber das steht auf dem Plan, gucke ich gleich mal drauf. Mir persönlich gefällt die Nummer 5 eigentlich ganz gut, 4 auch. Geh da jetzt mal hin. Denn man hat hier, also das ist jetzt hier die 5, das ist die 4, da steht auch ein großes Fahrzeug und man hat hier echt eine Traumaussicht, ne? Also super schön. Wir haben gestern auch ganz lange noch auf der Terrasse gesessen und haben diesen Blick auf diesen See und den Sonnenuntergang genossen und das war super. Summer in Berlin, die Spree fließt sanft mit dem Tag dahin. Ich stehe jetzt hier vor dem Stellplatz und darf kurz ein paar Fragen stellen. Ja, Sie sind der Inhaber oder der, wunderbar, der Geschäftsleiter. Sie haben ja hier wirklich eine Perle in Berlin. Mhm. Und jetzt habe ich so ein paar Fragen. Was ist denn so die von der Größe des Fahrzeugs? Da haben wir schon so gedacht bei der Einfahrt, oh, das ist ein bisschen knapp, bis also maximal? Bis maximal 9 bis 10 Meter, würde ich schätzen. 9 bis 10 Meter? Danach ist kritisch, genau. Okay, und dann lieber vorher anrufen, ob auch ein großer Platz zur Verfügung steht. Entsorgen. Da waren wir uns eben nicht ganz sicher. Gibt es Entsorgungsmöglichkeiten auch für Wohnmobile oder ja? Es gibt 2 Entsorgungsstationen, eine ist hier hinter dem Haus und die andere hinter dem Bootshaus. Okay, aber Abwasserentsorgung haben wir hier nicht. Nee, das haben wir hier nicht. Okay, also das ist ja wichtig, dass man vorher seinen Abwassertank dann leer hat, weil das wird sonst ein bisschen eng. Also Chemieentsorgung, Wasser ist da, Strom ist da, aber eben keine Abwasserentsorgung. Genau so ist es. Berlin ist ja riesig. Ja. Wenn ich jetzt so klassisch Berlin City mir angucken will, gibt es da Möglichkeiten? Ja, also wir sind ja ziemlich optimal angebunden. Wir können ja direkt mit der Fähre rüberfahren, die da drüben fährt. Okay, ich mache da mal einen Schwenk hin. Also hier direkt vor dem, direkt an dem Platz, 2 Minuten ist die Fähre. Okay. Genau. Dann läuft man 5 Minuten geradeaus auf der anderen Flussseite und dann ist man am S-Bahnhof Grünau und dann kann man bis Ostkreuz fahren und ist innerhalb von 40 Minuten am Alexanderplatz zum Beispiel. Ja, super. Und ich glaube, Köpenick ist, also so, da ist ja auch einiges zu einkaufen und Restaurants ist auch in der Nähe. Es ist alles da. Da ist auch ein großes Shoppingcenter und alle Supermärkte, die man sich vorstellen kann. Okay. Kann man sich bei Ihnen irgendwie Fahrräder leihen, wenn man keinen Fahrer dabei hat? Nee, das haben wir noch nicht. Das haben Sie noch nicht. Aber was ist das da vorne? Da ist irgendwie, das sieht aus wie eine Gastronomie. Genau. Ab dem 1. Mai kommt da ein Italiener rein. Und dann wird hier auch alles Biergarten, hier vorne auf der Terrasse und da der Strandabschnitt. Strandabschnitt, das ist da vorne? Direkt rechts neben dem blauen Haus ist ein Strand und da kommt ein Biergarten hin. Wow, okay, dann ist natürlich hier vorne vielleicht hinten die Plätze ein bisschen lauschiger, dann könnte es ein bisschen laut sein, aber der Biergarten hat jetzt dann auch irgendwann um 1 Uhr dann geschlossen. Ja, auf jeden Fall. Nee, der kommt auch nur hier vorne hin, da wo die Terrasse ist, direkt vor dem roten Haus. Super. Da vorne, also wenn ich da hinten hingegangen bin, da war so ein kleines Häuschen. Was ist denn das für ein Häuschen? Das ist eine Ferienwohnung. Da sind 2 Ferienwohnungen drin. Und dieses hier mit der Terrasse zu diesem Fenster ist auch eine Ferienwohnung. Das ist auch eine Ferienwohnung. Ja, genau, direkt mit Wasser. Das ist natürlich klasse, wenn ich jetzt mehr Leute an Bord habe und nicht möchte, dass die alle bei mir im Wohnmobil schlafen, können die da. Das hatten wir auch schon häufiger, dass dann die Gäste davor gestanden haben. Dann können alle zusammen auf der Terrasse sitzen. Ja, wie cool ist das denn? Preis von bis? Wann geht's los? Ich glaube, es war zwischen 60 und 90 Euro die Nacht. Also super. Je nach Saison. Je nach Saison. Kann man aber alles auf der Internetseite erfragen. Ja, genau, so ist es. Super, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mag ich mal die Toiletten? Also bis jetzt ist alles sowas von toll. Wow. Klein, aber fein. Damen. Die haben
super. Und hier haben wir noch so ein bisschen Wellness mit Kristallen. Ach, hier gibt es sogar eine Sauna. Also das ist ja echt der Knaller hier. Also Berlin und dann so ein Paradies. Super. Was haben wir mit dem Fahrrad vor? Tschüss. War schön. Aber ich glaube, jetzt habe ich so viel Werbung gemacht. Jetzt kriegen wir den nächstes Mal.